Trotzdem. Halt ein kleiner. Ma. Jo, passt. So, oder? Ich bin überfordert. Ich brauche mein Handy. Obwohl brauche ich nicht, den Chat sehe ich ja jetzt direkt. Der Stream ist normal, oder? Ja. Ah, okay, passt. Weil ich dachte, sonst sehen die auch das Bild, das ich sehe. Nee, nee. Okay, passt. Warte mal. Ich wollte kurz gucken, was ich bei mir jetzt im Titel. Ja, ist richtig. Also, erstes Item. Cthulhu. Cthulhu ist immer geil. Allein gegen die Flammen. Das sind Solo-Abenteuer. Das ist sowas wie PNP, habe ich gelesen. Ah, okay, lol. Was hast du hier zum Beispiel? Guck, hier steht sogar, was du alles brauchst. Ein Satz Spielwürfel, Blanko, Zettel, bla bla bla. Ja? Jo. Wenn du willst, Also kann ich. Solo ist das, oder was? Ja, wir können das aber machen. Ich kann Timo das alles geben. Cthulhu ist schon geil. Cthulhu ist immer nice. Guck mal, dann gibt es hier immer auf den Seiten, das habe ich vorhin schon ein bisschen reingestöbert, Möglichkeiten, die du machen kannst. Also, Ah, warte, okay. hier. Du kannst nun bla bla bla. Und dann stehen diese Nummern da, wenn du was gemacht hast, was passiert. Ah, okay. Und so sind normalerweise auch PNPs aufgebaut, dass der Spielmacher vorher weiß, was passiert. Und das Ding hat halt mal geschmeidige 59 Seiten. Hast du schon mal Solo-Würfel für die Box? Holy shit. Ja, 29, nee, 27 habe ich, glaube ich, bezahlt. Für so ein PNP zahlst du auch ziemlich viel, also das ist schon. So, jetzt sind die hier. Diesmal haben wir. Du darfst es zuerst sehen. Ah, das ist von Stranger Things. Da ist sogar die Olle hinten auf dem Fahrrad. Ah, okay. Ich hab das nicht erkannt. Ja, ich zufällig, weil ich letztens, weil letztens erst in Seven Deadly Sins in dem Handy-Game ein Feature mit Seven Deadly Sins war. Ah. Dann haben wir hier anscheinend einen Trinkbecher. Captain America. Läuft, ja. Mit Strohhalm, der sich anfühlt, als ob man drei, vier Mal da drauf rumkaut und der dann kaputt ist, aber ich denke, da passt auch jeder andere Strohhalm rein. Haben wir Süßkram drin? Toxic Waste, das sind diese extrem sauren Bonbons. Mega geil. So, wollen wir weitermachen. Was bist du? Warte, ich muss mir das mal kurz genauer angucken. Eine Game of Thrones, was weiß ich, Tasche? Eine Bauchtasche, gut die Erde. Nee, nee, das hat ja, wenn das eine Bauchtasche wäre, dann hätte das ja diese Umhängedinger. Weißt Stimmt. du? Anscheinend kann man da irgendwas drin lagern, Karten oder was weiß ich, oder ein Spiel oder Würfel. Ich weiß es nicht. Wenn du mal so ein Brettspiel oder so mitnehmen willst oder sowas. Ja, irgendwie, wenn man so Würfel und so einzeln hat, weißt du? Das ist richtig scheiße dazu, alles. So. Dann haben wir. Sehr verstörend. Das hier. Das ist eine fucking Tasse. Ich hab nur gehofft, dass dass da eine Tasse drin ist, weil durch das eine Ding da. Ich finde Tassen irgendwie cooler als solche Bäche irgendwie. Ja. Dann haben wir wie immer eine Postkarte mit Loki. Ja. Dann gibt es hier noch was. Monster Magier Märchenwelten.
Irgendein Magazin. LOL. Was? Warte. Kennst du? Du kennst doch Trimax. Ja, ein bisschen. Warte, krieg ich den rein? Jetzt hab ich Asche am Finger, Alter. Guck mal, was oben drin steht. Survival trifft Rollenspiel. Das runter kann ich nicht lesen. Rustplatz und Conplatz. So, diese. Ah, okay. Der Rust-Server. Ja. Warum ist Trimax hier drin so hart verdreht? Also das ist quasi... Book of the Game Invasion irgendwie. Ja, da kenne ich einen Trimax halt vom letzten Jahr. Guck mal, dann kriegst du hier noch so... Bauanleitung für irgendeinen Scheiß. Anzug, Metal. Oder Anzug? Nee, Auszug. Das ist das Gleiche. Guck mal, hier haben wir noch was für dich. Luftlos. Büffelragout mit Honig. Hier sind sogar Rezepte drin, Alter. Also ganz ehrlich, wenn die Leute hier mal von mir einen Dings sehen wollen, dann... einen Koststream, sag mal Bescheid. Ich weiß schon ganz genau, dass es ein paar Leute gibt, die sich darüber lustig machen würden, wenn ich Koststream mache. Na? Dann haben wir hier dieses normale Loot-Chest-Buch. Boah, dieses Poster ist mir diesmal mega nice. Ich find's geil, Leute. Da sind immer so Poster drin. Habe ich richtig geraten bei dem T-Shirt? Ja, dazu streut man noch ein kleines Mädchen mit psychokinetischen Kräften ein. Das kann nur Dings sein. Na? Das ist sogar Pen and Paper Ding. Du wolltest schon immer mal Pen and Paper ausprobieren. Hast aber keinen Spielleiter oder Mitspieler. Mit diesem Solo-Abenteuer kannst du ganz allein in die Welt des Rollenspiels eintauchen. Ja, das ist cool. Das ist echt cool. Wenn du willst, kann ich das mal mit dir spielen. Dann mache ich einfach deinen Gameleiter. Ja, also Ding. Das ist. Also wenn du Bock hast. Hallo? Aber ist ja deins, du musst das ja selbst aufspielen. Ja, aber weiß ich nicht, hätte ich keinen Bock alleine. Sag dir so, wie es ist. So, was wollen wir uns noch genauer angucken? Hast du Bock auf die Tasse? Willst du mal die Tasse in voller Pracht sehen? Ich war nicht gerade richtig gesehen. Ich habe nicht gemerkt, was das ist. Das ist wie so ein Vogel ausgeschaut einfach. Ja, du kennst doch den Fallout-Typen. Alter, ist die hässlich. Ach so. Achso, das ist der Fallout-Typ. Oh Gott, ich dachte, das ist ein Vogel oder sowas. Guck dir das an. Da ist sogar hier die Kanda, Alter, für Behinderte, wenn du die Tasse nach vorne kippst. Guck mal, das hat sogar eine Aussparung, Alter. Gut, Boy. Ich sag dir so, wie es ist. Ich lass den in der Packung. Vercheck den irgendwann für einen Fuffi. So. Gibt immer irgendwelche komischen Sammler. Ja. Für alle Sammler. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal würde ich dann entweder mit Daisy oder mit mir das Pen and Paper spielen, je nachdem wie du willst, Daisy. Jo. Ja. Wird cool. Wird mega. So, tschüss.